So, weiter geht es. Ich habe nochmal geguckt, ja, Sprachausgabe, ja, die ist Englisch. Aber das ist normal. Ich habe damit kein Problem. Ich hoffe, ihr auch nicht. Nichtsdestotrotz werde ich mal die Dialoglautstärke aufgrund dessen ein wenig anheben, damit man die Herren und Damen besser versteht. Für die Leute, die es halt nur hören und nicht sehen. Manche schauen sich ja solche Sachen zum Einschlafen an. Ich kenn's. Und jetzt beweg dich. So. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Na dann, hinein. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Ne? Sieht er das auch ohne? Aha, ohne sieht er es nicht. Da brauchen wir also Tee für. Unser besonderes Talent. These scratches are fresh. Sind halt You're politisch. Right. Wir brauchen Tee Someone dafür. Tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Ich muss sagen, der schwarze Peter ist eine Geschichte aus dem Original von Arthur Conan Doyle, glaub ich, mich zu erinnern. Ich weiß aber den Mörder nicht mehr und den Ablauf sowieso nicht. Von daher ist es für mich genauso blind wie für euch. What a terrible way to die. Was? Von einer Harpune aufgespießt. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Wie unangenehm. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Er macht ja halt auch die Gartenarbeit. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Ah, jetzt kann ich mir die Blutlache näher ansehen. Ich kenne das gar nicht. J.H.N. are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Na dann, schauen wir mal rein. Halt, ich bin's. Aha, man kann auch hier mit T interagieren. These abbreviations mean something, but what? Einfach mal einpocken. This blood is from the pool underneath the dead body. Aber wenn das Blut von der Pfütze ist, hat das Messer ihn nicht ermordet, wie es aussieht. War es die Harpune. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Ah, er hat sich versucht zu verteidigen. Sonst läuft etwas weiter um. Was ist denn B? Ein Hinweis?
Das will ich noch. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Ja, so viel Kraft. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Das ist Seeeinhorn. Der Tisch. Zwei Gläser. Schau mal einer, guck. Rum. A sailor's drink. Someone drank from this glass recently. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Tabakbeutel. Ja, okay, das muss seiner sein. PC sind ja seine Initialien. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Hmm, this aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Das ist ja cool. Oder auch nicht. Eher so. Oder so. So. So, ich kann das Tabakblatt bewegen und die Pfeife auch. Also doch so rum. Mist. Aha. Aha, wir müssen noch ein Stück weiter. Jetzt das hier hinten ran. Das hier nach hier unten. So. Ja, sag ich doch. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Das ist schon cool gemacht. Also bisher können sich von diesem Spiel diese ganzen Detektiv-Adventure eine ganz große Scheibe abschneiden. So, wir untersuchen erstmal grob, bevor wir hier. Jetzt habe ich doch auf T gedrückt. The murder weapon was probably taken from this rack. Vermutlich. Hmm. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Der Sea Unicorn, wie wir den schon gesehen haben. Eine Truhe. Old navigation instruments, nothing interesting. Aber die Schuhe. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Hmm.
The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Das ist richtig. Er weiß noch nicht, ob die interessant sind. Ach so, ich verstehe. Was haben wir denn hier? Pottwalszene. Rügal. Verdächtig leere Stelle. Umriss im Staub. Ah, cool. Cool. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Aha, mit F kann ich... Was ist F? Kann ich fehlende Gegenstände anzeigen? The tooth of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Peter Carey's catches? Hm, nichts gut. Hammerfest. Das ist seine Strecke. Dundee. It's a whaling map. Haben wir alles, ist die Frage. Was ist das da oben? Nüscht. Das hatten wir schon. B. Ich guck mal. Bin ja ganz schlau. So wird gespielt, was B sein soll. Herleitungsbereich? Was ist denn der hier? Ah, okay. Ach, du Scheiße. Aufgespießt an der Wand. Kein Gärtner. Ha. Also ich lese es mal vor. Kein Gärtner, Judith Carey hat ausgesagt, dass ihr Mann sich selbst um den Garten gekümmert hat. Das klingt allerdings nicht sehr glaubwürdig. Womöglich verheimlicht sie etwas. Aufgespießt an der Wand, Peter Carey wurde mit einer Harpune in die Brust getroffen, an der Wand aufgespießt, wie ein Schmetterling. Notizbuch. Ein Notizbuch mit den Initialen JHN auf dem Deckel. Es befindet sich auch Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in die Blutlache gefallen ist. Und Einbruchsversuche, den Kratzern am Schloss von Careys Hütte nachzuurteilen, hat man versucht, mehrfach die Tür der Hütte aufzubrechen. Wir haben noch nichts hergeleitet, das ist wohl wahr. Aber ich habe ja auch noch eine Sache. Und zwar die Schuhabdrücke drücken möchte ich mit Careys Stiefeln vergleichen. Passt nicht. These boots don't match the footprints. Passt nicht. Umrisse im Staub erfragen. Die Umrisse im Staub in einem von Careys Regalen legt der Schluss nahe, dass dort erst kürzlich etwas weggenommen wurde. Es war größer als ein Buch, ein Kästchen oder eine kleine Schachtel vielleicht. Ein Tabaksbeutel aus Robbenleder. Cool. Der auf dem Tisch in Peter Careys Hütte lag. Die Initialen PC wurden grob eingebrannt. Das Werk eines Seemannes. Das Messer, das haben wir ja alle schon dementsprechend vorgelesen und herausgefunden. Halt! Tab. Da ist ein Ausrufezeichen. Peter Carey, geboren 1845, wurde 50 Jahre alt. Er war ein wagemutiger und erfolgreicher Wal- und Robbenjäger. Lange Jahre romandierte er das Walfangschiff Sea Unicorn aus Dundee. 1884 setzte er sich zur Ruhe und reiste einige Jahre umher. Die letzten 6 Jahre seines Lebens verbrachte er dann in Woodbensley. Ach, das ist da oben, das sind Neuronen, die sich zusammensetzen. Das ist praktisch Sherlock Holmes Gehirn, das B-Symbol. Ah,
Oh, guck mal. Was? Machen Sie sich ein Bild des Tathergangs, indem Sie Hinweise kombinieren und so Herleitung... Was? Auf die Lauer legen. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Ha, someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Ja. Ach, das ist eine neue Aufgabe. Gut, aber das würde ich erstmal gerne erfragen, alles. Wie der so schön stand. Das wird der Inspektor mir nicht sagen können, trotzdem werde ich ihm mal berichten, was so abgeht. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why return tonight, when they will be better prepared? Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Aber noch nicht? Ich wollte mich hier noch weiter umschauen. Das ist uninteressant. Gut. Wir können wieder rennen mit derselben Methode wie beim letzten Mal. This looks like the perfect hiding place. Ich krieg's auch genau hin. Ich wollte doch erst die Dame befragen. Na gut. Die ist ja morgen bestimmt auch noch da. Dunkel war's. Der Mond schien helle. Oh. Horch. Shh. Did you hear that? Halt die Fresse. Still. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ein junger Mann, wie es ausschaut. Is someone there? I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I... I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Gute Idee. So dunkel wie das war, hätte ich auch gut meine Gardinen zufügen können. Ne?
Scotland Yard hin. Souvenirs haben wir nicht, Echos haben wir nicht. Charakterporträts, das ist der Junge, wie es ausschaut. Oder er kommt in diesem Fall nicht vor. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Na gut. Lasst uns fortfahren. So sieht's also bei Scotland Yard aus. Aber gut. Wie wir den Jungen befragen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.